Oh, na, ich hätte gerne das Schillock gehabt. Aber komm, hier mal noch ein zweites Botogel mit. So, welcher Chat funktioniert jetzt gerade am besten? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Chatbox tatsächlich, traurigerweise. Okay. Ach so, ich war schon voll. Na gut. Dann nehmen wir die jetzt für den Moment einfach mal. Jeder Chat läuft. Ich habe einmal mein Fenster, was ich halt mir rausgepoppt habe. Dann habe ich im Browser den Chat auch nochmal offen und die Chatbox. Und gucke einfach, was gerade irgendwie scrollt. Oh, Shylock. Aber Shylock habe ich schon, sehe ich gerade. Aber ich könnte es potenziell noch zu Turtok entwickeln. Ja, es ist alles immer noch weird und umständlich, aber Hauptsache es geht irgendwie. Na. Guten Hunger, Eve. Wobei, Abendbrot ist für mich immer Brot. Das ist so seltsam. Ich sage auch immer Abendbrot und dann wird irgendwas gekocht. Das ist auch irgendwie komisch. Aber vielleicht kocht Eve sein Brot auch einfach. Wer weiß. Chat Nummer 3 funktioniert immerhin. Hauptsache irgendwas. Aber wir kommen ja trotzdem gut voran. Wie gesagt, ich hatte ja heute vor, das Dreifeld zu machen. Und joa, das kriegen wir ja wohl auf jeden Fall hin. Und dann schauen wir einfach mal, wie viel Zeit noch so ist. Und können dann spontan entscheiden, was noch ansteht. Ja, ich möchte weitergehen. Ist halt auch immer echt schwer einzuschätzen. Ich erinnere mich, als ich damals dieses Spiel Let's Played habe, also das Original, da gab es einen Dungeon, der hatte 40 Ebenen. Und ich ging dann davon aus, okay, ich werde dafür halt dann zwei Parts brauchen, ne? Und aus irgendwelchen Gründen habe ich dann gefühlt andauernd entweder direkt den Raum mit der Treppe gehabt oder ich habe die Treppe echt schnell gefunden. Was passiert da hinten? Hallo? Und dann hatte ich nämlich tatsächlich in einem Part... Oh, das Ding hat einen Broschnabel. Okay. Den 40-Ebenen-Dungeon einfach geschafft. In, keine Ahnung, einem 25-Minuten-Part oder so. Weil ich einfach so viel Glück hatte und das hat meine Pläne dann irgendwie einmal komplett über den Haufen geworfen. Und seitdem plane ich in PMD nicht mehr. Es geht nicht. Es ist so RNG-lastig. Beziehungsweise noch nicht mal unbedingt. Es kommt ja auch einfach stark drauf an, wie du selber latscht. Da kann die RNG ja nichts für. Aber ja. So. Oh, da glitzert was. Protein. Kann man Gracie haben. Ja, also Aquaknarre, Blubstrahl und Hydropumpe, die gehen schon ziemlich weit. Schon ganz praktisch. Dafür hat es allerdings keine richtig gute Raumattacke. Potenziell als Surfer, aber die trifft die eigenen Pokémon leider auch. Level 67. Das ist schon... Ich glaube, so hoch war ich in diesem Spiel noch nie. Dann wiederum habe ich auch das Gefühl, dass man hier sehr viel besser levelt als im Original. Weil ich eigentlich immer das Gefühl... Ich gehe nicht weiter rein. Nicht mit Jan. Ich habe immer so das Gefühl, in PMD levelt man echt beschissen. Was zur... Hör auf damit mit dieser Taktik. Was zur... Dankeschön. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Aber okay. Ne, wie gesagt, ich finde, beim PMD levelt man super langsam. Aber hier habe ich eigentlich gar nicht so das Gefühl. Das war voll die Pro-Taktik, das stimmt. Ich bin mir nicht sicher, wie sie es genau gemacht haben. Aber gut. Nein, ich habe doch schon ein Botogel. Ich mag Botogel, aber ich habe nicht so viel Platz. Und Gracie so, Tyrakrok. Tyrakrok. Shiggy. Wisst ihr, was wir heute noch gar nicht hatten? Sag's nicht! Sag's nicht! Don't do it!
Wir wissen alle, was du meinst. Tu es nicht! Ich höre die Musik schon. Ich spüre sie schon. Was hatten wir denn heute noch nicht? Eine 20-Euro-Donation. Können wir uns darauf einigen? Das ist mir lieber als ein Raum voller Pokémon, die mich alle tot sehen wollen. Autsch. Das tat weh. Die Treppen sind gerade nett. Die wollen auch, dass ich heil davon komme. Ja, okay. Ich glaube, dieser Dungeon will mich rausschmeißen. Kann das sein? Tyrakrok, das Hubbelhupf bewacht. Okay. Ist in Ordnung. Random Quaxo? Das Quaxo würde ich schon gerne mitnehmen. Das spart mir nämlich auch schon wieder Entwicklungs-Items. Den kann man denn am ehesten hier lassen? Dann Shillock. Also, wäre halt für Turtok noch ganz praktisch zu haben, aber Shillock an sich habe ich. Hat Kai es gerade wirklich ausgeschrieben? Kai, bitte! Also... No! Nein, ich schicke dich nur im absoluten Notfall nach Hause. Noch geht es, Gracie. Noch ist Platz. Das ist so der ganze Chat, der Name, der nicht genannt werden darf. Kai so... Ach, es geht um Monsterräume! Och Mann, ey. Ich glaube, Kai wäre auch einfach der übelste Partycrasher. Wir schmeißen eine Überraschungsparty für Leo. Wir dürfen ihr nichts sagen. Kai so, wir schmeißen eine Überraschungsparty? Ich merke das schon. Hallo? Da. Fast geschafft. Die gehören alle zu mir, aber das da hinten nicht. Was steht denn da überhaupt? Ein Quaxo. Jetzt nicht mehr. Dieser Trainingsschalter finde ich irgendwie auch ganz witzig. Ob die wirklich so einen heftigen Effekt haben, weiß ich nicht, aber why not? Wir sind hier in einem Ladungsstoß-Dungeon mit Wasserstoß. Hm. Interesting. Was weißt du, was ich nicht weiß? Aber vom Sinn her hast du natürlich recht. Oh, nice. Komm, Gracie, gönn dir. So hier einfach rumlaufen. Nur wie gesagt, alles, was sich weiterentwickelt, schon rekrutieren kann, ist natürlich praktisch, weil ich dann keine Entwicklungs-Items potenziell für ausgeben muss. Gut, jetzt einen Shillock zu Turtok entwickeln ist jetzt nicht so das Problem, weil die meistens vom Level her schon hoch genug sind, wenn ich sie hier rekrutiere. Aber ich sag mal, ne, Quaxo ist dann schon ganz angenehm zu holen. Halt! Wer wagt es, mich zu stören? Saubere, frische Luft. Kristallklares, reines Wasser. Meine Aufgabe ist es, dieses herrliche und unberührte Land zu bewachen. Ich bin Suicune. Ich ziehe mit dem Nordwind. Eindringlinge verpesten die Luft mit ihren Fehlern, Mängeln und Schwächen. Darauf kann es nur eine Antwort geben. Sie müssen entfernt werden. Hinfort! Und welches von den dreien mögt ihr am liebsten? Ich glaube, ich mag Suicune am liebsten.
Finde ich vom Design her einfach richtig schön und ich finde dieses Nordwind-Theme einfach richtig stylisch. Ich mag aber auch Raikou sehr gerne vom Design her. Entei finde ich noch am unspektakulärsten, aber ich mag seinen Film. Oh, ihr seid euch einig. Na schön, dass du Jans Attacken nochmal verstärken möchtest mit deinem Regen, um dann selber Eiszahn zu machen und dich zu paralysieren. Okay. Gucken wir mal. Vor allem hoffe ich, dass hier jeder lebend wieder rauskommt. Weil hier habe ich zumindest was schön Effektives. Aber die haben schon ordentlich KP, wenn ich sehe, wie viel Schaden ich da teilweise drücke. No! Rusanna! Lebe! Selbst Botogil hat was gemacht. Ich glaube, Suicune kommt sich auch veräppelt vor. Aber das war angenehm. Wir waren aber auch gut im Vorteil. Ich habe verloren. Ich gebe es zu, das war eine deutliche Demonstration von Stärke. Das ist doch die Abendgoldfeder. Verstehe. Du suchst das mythische Pokémon. Tritt zurück. Der eisige Nordwind fegt durch die Abendgoldfeder. Die Abendgoldfeder wird zur Regenbogenfeder. Spätestens jetzt ist aber, glaube ich, auch klar, um welches Pokémon es sich handelt, oder? Wenn es nicht schon vorher klar war. Die Feder erstrahlt in der vollen Pracht der sieben Farben des Regenbogens. Ihr Anblick ist atemberaubend schön. Diese Regenbogenfeder. Sie ist der Schlüssel, um dem mythischen Pokémon zu begegnen. Diese Feder. Sie muss auf den Berg gebracht werden, dessen Gipfel von Wolken verhüllt ist. Ja, zum Weit-Weit-Berg. Auf dessen Gipfel hält sich das mythische Pokémon auf. Ich gebe zu, der Name Weit-Weit-Berg ist vielleicht nicht ganz so kreativ. Aber okay. Haben wir das auch? Dementsprechend, diese ganze Quest mit Pandir besteht quasi aus dem Besuch, oder anders ausgedrückt, du musst sie überhaupt erstmal triggern und Pandir treffen. Dann musst du zur Riesenschlucht, musst da leider noch einmal durch. Dann eben das Dreifeld komplett schaffen mit den drei Bosskämpfen. Der Avatar macht mich fertig. Und quasi das Finale von der Pandir-Quest ist dann eben der Weit-Weit-Berg, wo das mythische Pokémon dann wartet. Also doch ein bisschen umfangreicher als zum Beispiel die ganze Sache mit Latias und Latios oder eben auch die Ruine. Also das ist, glaube ich, somit die längste After-Story-Quest wahrscheinlich. Das meiste andere ist halt eher so ein Dungeon, zwei Dungeons oder so. Also von daher gesehen, da ist schon ein bisschen mehr, was zu tun ist. Finde ich aber eigentlich auch ganz schön. So haben sie zumindest auch die ganzen Legis irgendwie sinnvoll untergebracht. Quaxo ist irgendwie auch so ein bisschen tot innerlich. So. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Chat am Leben ist. Könnt ihr mal ein Lebenszeichen von euch geben? Und ich versuche herauszufinden, wo das Lebenszeichen ankommt. So. Versuchen wir es mal hier. Guten Morgen, Jan. Jetzt hat zumindest die Chatbox nachgeladen. Das ist auch gut. Dann nehme ich erstmal die. Ich hoffe einfach so sehr, dass der Chat dann morgen bei Jan gut funktioniert.
Weil ich sag mal, es war gestern natürlich schon ärgerlich, bei so einem neuen Projekt nicht zu funktionieren oder bei so einem Release-Projekt nicht zu funktionieren, ist dann, glaube ich, schon nochmal ein Ticken schlimmer, ne? So, drei Äpfel. Ich weiß gar nicht, wo ich gleich hin möchte, um ehrlich zu sein. Das mal allgemein vorbereiten. Wie viele Piersiffbeeren habe ich gesammelt? Oh, Belebersamen. Technisch sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Okay. Die Sache ist, ballern wir? Um Kais Frage mal für die Allgemeinheit zu beantworten. Das letzte, was jetzt noch fehlen würde bei der Quest, ist der Weit-Weit-Berg. Das ist der da. Hätte man sich wahrscheinlich auch durchaus denken können. Der Weit-Weit-Berg ist im Original eigentlich voll in Ordnung. Also, ja, ich fand den immer ganz angenehm eigentlich und war immer ein schönes Finale für die Quest. Wie gesagt, Dreifeld sind eben 30 Ebenen und der Weit-Weit-Berg, der hatte immer 40 Ebenen, was ich dementsprechend auch passend fand. Ich weiß nicht wieso, aber sie haben das in diesem Spiel geändert. Und es ist nicht einfach nur eine Ebene oder so, die dazugekommen ist. Sie haben einfach mal 20 Ebenen dran gepackt. I mean... Hä? Das ist so die Sache, die ich nicht ganz verstehe, um ehrlich zu sein. Also, wenn sie es jetzt irgendwie gleich gelassen hätten oder nur minimal größer gemacht hätten, aber wieso zur Hölle haben sie einfach nochmal 50% dran gepackt? Aber wenn ich ballern möchte, brauche ich auf jeden Fall noch Äpfel. Ich nehme auch noch mal Belebersamen mit. So. Also das ist irgendwie auch... Ich weiß nicht, warum sie den Dungeon länger gemacht haben. Ich fand auch nicht, dass es nötig gewesen wäre, den länger zu machen. Aber sie haben es einfach getan. Dementsprechend grübel ich schon irgendwie die ganze Zeit, wie ich mit diesem Dungeon verfahren möchte. Ob ich den offscreen mache, bis ich halt oben angekommen bin, weil der ist eben storyrelevant. Oder ob wir, ja, einfach irgendwie versuchen, den gemeinsam zu schaffen oder so. Das war nämlich immer so ein Punkt, wo ich mir dachte, wenn es ein optionaler Dungeon wäre, ist die eine Sache, aber es ist halt leider schon wichtig irgendwie. Dementsprechend ist das schon ein bisschen unglücklich, dass sie den so lang gemacht haben. Okay, ich glaube, da Jan Kuchen mitgebracht hat, fühle ich mich jetzt bestärkt, in diesen Dungeon zu gehen, weil ich weiß, ich bekomme hinterher Kuchen. Oh doch, Kuro, genau die. Hallo! Hi! Ich wurde ein bisschen zugetextet. Passiert. So, direkt nachdem ich Schluss habe. Hallo, Brüderchen! Hallo! Jan. Lava, 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 lava. Ich muss jetzt in diesen Dungeon hier. Meine auch zum Glück nur 20 Minuten oder so, die mich voll getrextet hat. Jan. Ja. Ballern wir. Ballern wir. Gehen wir da jetzt rein? In den Weit-Weit-Berg. Ja. Ist ja wichtig. Ja. Dann geh rein. Okay. Und baller ihn weg. Musst du alle Ebenen machen? Ja. Dann baller sie aber richtig weg. Übrigens, Jan, der Chat funktioniert immer noch nicht richtig. So halb? So halb. Besser als gestern? Ja, aber ich habe drei Chats offen und es funktioniert maximal einer, wenn ich Glück habe. Wer ist der dritte? Im Browser. Ah. Es ist halt echt so, wenn ich Glück habe, funktioniert ein Chat. Yay? Ich glaube, Twitch besser ist... Besser als kein Chat? Ich glaube, Twitch ist richtig hart überlastet. Also... Ich habe Kuchen mitgebracht für nachher. Ich glaube, da wird der Twitch-Chat auch nicht besser. Aber du. Das stimmt. Na gut. Ballern und hoffen, dass der Chat hält. Hallo Weit-Weit-Berg. Du warst ursprünglich auch schon weit genug eigentlich, aber ist okay. Wie viel war ursprünglich? 40. Dann brauche ich aber eure Energie. Sieht irgendwie aus wie das Nordwindfeld, nur in anders. Vor allen Dingen glaube ich, wenn man sich das mir so anguckt, dass das irgendwie ein ziemlich verwinkelter Dungeon war. Das
könnte ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt heute nichts mehr vor. Ich nehme mich jetzt erstmal nicht. Also das Sturmmeer hat ja schon eine ganze Weile gedauert im Stream. Bitte gehen Sie weg von meiner Gracie und verschwinden Sie bitte ganz. Vielen Dank. Deswegen, ich glaube, wenn 40 Ebenen schon so lange dauern, könnte das hier logischerweise noch ein bisschen länger dauern. Aber ihr habt es nicht anders gewollt. Level 55. Oh, die sind schon ein bisschen höher. Wenn ich ab und zu mal stehen bleibe, dann ist es nur... Die sieht aus wie ein Wasserdungeon. Dann läuft der Fokale hinterher. Aber ich glaube, es ist kein Wasserdungeon, oder? Nein. Okay. Wenn ich ab und zu mal kurz stehen bleibe im Dungeon, dann liegt es daran, dass ich kurz den Chat wechsle, um euch wieder zu lesen. Warum musst du eigentlich diese ganzen lauten Geräusche immer in meinem Stream machen? Weil ich selten in meinem Stream nach Hause komme. Außer dieses eine Mal, als du in deinem Stream abwesend warst und ich für dich übernehmen musste. Was ist passiert? Wie du zur Apotheke zurück musstest, weil jemand in die Apotheke musste. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich glaube, es ist einfach so ein Best-of von Nordwindfeld, Blitzfeld und Feuerfeld. Aber... Nein? Was hast du da jetzt gerade weggeworfen? Nein, nicht mehr ein gutes Sympathieband. Die Sache ist, wenn ich die Parts bearbeite, dann habe ich teilweise echt heftige Hintergrundgeräusche, weil das hört sich immer an, als wenn Jan die Bude abreißen würde manchmal. Es ist wirklich viel lauter, als du vielleicht denkst. Genau, gebt mir weiterhin all eure Energie. Den lade ich mal neu, den lasse ich mal offen. Jan ist halt etwas lauter. Jan ist halt bei allem, was er tut, etwas lauter. Das ist so die Sache. Oh, Maruyama nehme ich auch gerne mit. Man merkt schon, die Ruine, wo alles irgendwie Level 30 hatte, war eigentlich sehr easy peasy. Dann kommst du hier hin, Level 55, ne? Das ist schon, oh Gott, der Hagel, schon ein kleiner Unterschied. Also ich glaube, der Dungeon ist nicht nur groß, der ist auch ziemlich nervig. Weil er ist zum einen ziemlich verwinkelt, wie man schon sieht. Dann sind die Pokémon vom Level her auch halbwegs hoch. Dann hast du teilweise noch Hagel. Dann verstehe ich aber erst recht nicht, warum sie den Dungeon noch länger gemacht haben. Aber gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich Shiny Hunter jetzt nebenbei. Ja. Ich werde ein Weilchen brauchen, bis ich hier durch bin. Ja, ich finde ja auch schön, dass sie Herausforderungen einbauen, aber ich finde diese richtig harten Dungeons, die sollten optional sein und nicht story-relevant. Ich finde halt auch, also 99 Ebenen Dungeons finde ich halt auch legitim, wenn man die ganz gerne machen möchte. Und ich sag mal so, die 99 Ebenen Dungeons, die storyrelevant sind in gewisser Weise, mit der tiefen Ruine und der Wundschöle, die kannst du zumindest abkürzen, also die musst du nicht komplett machen. Deswegen, ich finde das auch okay, dass es die Dungeons gibt, eben für die Leute, die sie machen möchten. Aber ich finde so, für die Afterstory... Autsch! Okay. Ist das dann schon ein bisschen grenzwertig? Also da finde ich, also ich finde eigentlich für die Dungeons, die man zwingend machen muss, finde ich 40 Ebenen sollten so die Grenze sein. Also ich finde, alles darüber zieht sich dann halt schon ein bisschen. Weil du willst ja auch in der Story vorankommen, jetzt nicht total verzweifeln, dann hast du noch einen Bosskampf. Also ich finde, alles über... 40 Ebenen, wie gesagt, ein bisschen viel. Du weißt, du kannst auch einfach dein Essen nehmen und es auf einen Teller stellen. Du musst nicht den ganzen Kochtopf mitnehmen. Das ist schneller so. Man muss sich nicht einfach mal Teller schmutzig machen. Okay. Wird Hariyama da oben jemals lebend rauskommen aus diesem Labyrinth?
Bei. Nehmen wir den einfach mal mit. Habe ich dafür noch irgendwo Platz? Nein. Ja, dann. Nee, ich habe für Jan keinen Erkenntnissamen mitgenommen, aber ich finde es jetzt auch nicht nötig, mich in jedem Dungeon zu mega entwickeln. Ja gut, wenn du den ganzen Topf nimmst, musst du weniger abwaschen, das stimmt. Ich glaube, es ist so eine Sache, wenn du als Student schon mal alleine gewohnt hast und quasi dann selber kochen musstest und Haushalt machen musstest und ein armer Student warst, dann bist du noch mehr in diesem Modus drin. Ich esse einfach mal eben aus dem Kochtopf. Habe ich so das Gefühl. Das hat Jan nämlich früher auch immer gemacht. Nicht immer. Aber schon. Lass es dir schmecken. Mhm. Schon dabei. Danke. Hast du den Kuchen in den Kühlschrank gestellt? Mhm. Gut. Also ich hoffe sehr für dich, dass der Chat morgen funktioniert für deinen Stream. Mhm. Und du, weil ich glaube, beim Warriors-Spielen die ganze Zeit zu switchen... Hey. Ich verstehe den Kommentar auf einem meiner Let's Play Parts von damals nicht. Okay. Stefano bei esst mehr Käse, bleibt geschmeidig. Hä? Okay. Wahrscheinlich hast du irgendwas erzählt, an das du dich nicht mehr erinnern kannst. Nein. Kann ich nicht. Okay. Aber wie gesagt, das mit dem Chat ist halt... Kein Chat für mich. Muss halt ein paar Mal neu laden, bis der irgendwann mal funktioniert. Was willst du machen? Anfangs sah es gut aus, aber es hat dann leider recht schnell auch wieder angefangen, nicht so ganz zu funktionieren. Ich würde einfach mal behaupten, dass einfach viel zu viele Leute streamen aktuell. Mhm. Können die anderen Leute einfach mal aufhören zu streamen, damit ich streamen kann? Ich meine, ich finde das... Ganz legitim, oder nicht? Typisch. Falls gerade irgendwie ein großes LOL-Turnier ist oder sonst was, könnt ihr doch einfach mal aufhören. Oh, ich habe irgendwie das Fukano einfach gekonnt ignoriert. Aber ich finde das toll, wie die Chatbox noch bei Kuchen hängen geblieben ist. Mhm. An der besten Stelle. Ja, meine Chatbox im Browser ist irgendwie auch noch weiter zurück. Okay. Was will dieses Maromai von diesem Vulpix eigentlich? Man weiß es nicht. Was hast du da gerade geschnappt? Es gibt ein 2 Mario Kart 8. Will das irgendwie haben? Meine Geschwister. Okay. Weil dass die auch zu Hause rumhocken und nicht viel zu tun haben, haben die nach Switch-Spielen gefragt. Okay. Das sind die, die du entbehren kannst. Ich hab dir ein Foto geschickt, was wir alles da haben. Ach so. Die haben dann gesagt, bitte die beiden. Okay. Versuch doch mal meinen Chat neu zu laden. Es sind so viele Mini-Belebersamen, das finde ich gut. Aber ich glaube, ich habe immer noch keinen Scheiß aufgehoben. Das heißt, ich muss weiter Äpfel fressen, um Platz zu machen.